Willkommen zu einem nochmal. Herzlich willkommen zu Cabanossi, dem Spiel, wo es darum geht, das Würstchen zu finden. Zusammen mit dem Shadowrunner und dem Fjalk. Salami ist toll. Ich Hallo. hab's gefunden. Hey, oh, warte mal, der ist. Ja, ausnahmsweise sind wir heute mal nicht im Tabletop Simulator, sondern wirklich in der Online-Version des Brettspiels. Und wir haben es noch nicht gespielt. Wissen also nicht, wie es funktioniert. Man sieht links in der Übersicht, ich bin der blaue alte Mann. Der rote ist Der Fjalk. der Falk und der lilane ist dann Gar dementsprechend. nicht mal. Eigentlich, ich schon, ich bin der Rote. Meine Lieblingsfarbe ist aber eigentlich die, aber der Fjalk, die wohl auch hat, bin ich rot. Ja, der Fjalk ist dann dementsprechend der lila. Und wir werden uns jetzt mal hier anschauen, wie diese Version funktioniert. Wer Cabanossi nicht kennt, es wird letztendlich eine Karte erstellt mit Straßen, Städten, Wiesen, Pipapo, wo man Punkte erringt, indem man seine eigenen Männchen auf bestimmten Sachen absetzt. Und am Ende hat man hoffentlich die meisten. Und ich denke mal, der Rest wird sich einfach während des Spiels erklären. Man sieht, hier ist so ein bisschen umrandet. Das heißt, ich bin dran. Ich sehe unten rechts das Plättchen, das ich anlegen möchte. Und das Spiel zeigt mir an, wo ich das überall anlegen könnte, rein theoretisch. Und dann gehe ich doch mal hier hin. Ich drehe das Ding auch mal und dann setze ich es dort ab. Und ich könnte wo drauf gehen. Ich entscheide mich mal für diese Wiese. Da liegt jetzt mein Typ auf der Wiese. Das ist am Ende, würde mir das einen Besitz über die entsprechende Wiese geben, die da jetzt gerade blau schraffiert ist. Gut, dann bin ich dran. Er zeigt mir, also was ich echt schön finde, das Spiel zeigt einem halt an, wo man auch nur anlegen kann. Und was Shadow gerade schon erklärt hat, das mit der Schraffur. Weil ich jetzt noch nicht gesehen habe, es gibt ja einen großen Meeple, wie man den setzen kann. Das werde ich vielleicht beim nächsten Mal Nee, nochmal das ist schauen. der Abt. Der große Meeple ist der Abt. Okay, es Und gab ich ja habe eben den auch. Abt jetzt hier auf das Kloster gesetzt. Okay. Aber ich finde es schön, also wir sehen jetzt auch, welche Karte der Fjalk hat. Ja, haben wir Das schon einen finde ich, Überblick. genau, ich meine, aber es hast du auch, wenn du sonst Cabanossi, was natürlich an sich Carcassonne heißt, wenn ihr nicht wisst, warum wir es Cabanossi nennen, ich glaube, das war unsere zweite Challenge, dritte Challenge. Wie viele Damals in der, Challenges haben wir ja, gemacht? wo auch die Von Demeter dabei war und die Jolani. Genau, und der Fjalk hat einfach direkt eine Stadt gebaut und fertig gemacht. Vier Punkte. Valiska. Ja, macht auch durchaus Sinn. Ja, auch gerade zu Beginn kann man es einfach mal machen. Das hier aus dem auf den Straßen, wo der Shadow beispielsweise auf der Wiese nämlich, das ist keine Stadt. Das ist einfach nur das Ende der Straße. Oh, man kann auch an- und rauszoomen. Ich weiß, dass Ja, ich damit jetzt dir helfe, weil ich dir am Kloster eine Straße gebe, aber. ja, aber im Endeffekt können wir eigentlich eh davon ausgehen, dass ich da sowieso auf Dauer irgendwas baue. Ja, lass mal so. So. Manchmal nicht so lange nachdenken, einfach Karten legen. Genau. Also was natürlich jetzt hier schöner ist, als wenn wir es im Tabletop bauen, spielen, ist natürlich, dass wir uns um die Punkte nicht kümmern müssen. Was glaube ich gerade bei Carcassonne im Tabletop echt Anstrengend sein kann oder es in die Länge ja, zieht. weil du kriegst ja teilweise Punkte sofort, dann kriegst du später, dann musst du ja immer dran denken, dass du den Kram dann richtig auswertest und so. Ja, vor allem das mit der Wiese am Ende ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, und Shadow war halt der Einzige, der sein Avatar scheinbar im Asmodee-Konto angelegt hat. Ich habe es jetzt gerade erst leider aktualisiert, das scheinbar nicht während des Spiels. So. Jetzt wieder, um mich an die Regeln zu. Ah, ne, warte mal. Das könnte man ja. Ha. Wer das liest, kann lesen. Yay! Ich hab Punkte! Ja, gratuliere. Auch wieder so eine kleine Mini-Stadt. Ich bin am Zug. Aber schön, wenn die abgeschlossen ist, dann wird die noch so hochgezogen mit einer schönen Animation. Ich würde sagen, wir hören einfach jetzt auf, dann haben Fjalk und ich gewonnen und der Bengen hat verloren.
So, und der Fjark ist dran. Ja, wahrscheinlich hört er nicht diese schöne Musik im Hintergrund, weil ich hatte sie wahrscheinlich, genau wie wir alle, sehr weit runtergedreht hat. Ja, ich musste sie auf einstellen, weil alles andere zu laut war. Ich habe sie bei mir eben auch nochmal weiter runtergedreht. Sie ist aber zumindest abwechslungsreicher als im Menü, wo man einen 30-Sekunden-Loop hat. Aber kostet ja auch alles Lizenzen. Dass sie die ganze Zeit auf und ab hüpfen. Also ich kenne das aus dem noch ursprünglich und ich glaube, das weiß ich nicht. Also ich kenne halt ursprünglich noch die Dings-Variante des Spiels. Die iPad-iPhone-Variante, die hatte ich auch schon mal gespielt. Und lässt sich auf dem iPad erstaunlich, also auch, was heißt erstaunlich gut, lässt sich. Auf dem iPad war damals die Variante, ist halt auch schon ein paar Jährchen her. War echt gut umgesetzt. Und das Schöne ist, es ist ausnahmsweise mal ein echt entspannendes Spiel, was wir hier so spielen, ne? Ja, nicht immer so stressig. Ja. Das ist nur, weil ich mich gemutet habe. Das hört ihr nicht, wie ich die ganze Zeit rumschreie und euch verfluche. ich will nicht gerade. Auf die Dauer muss man immer weiter rausscrollen. Jetzt kommt die Frage. Spannend war ja auch am Anfang, konnte man einstellen, wie lange das Spiel maximal gehen soll. Wir haben also noch über 2 Wochen und 23 Stunden. Pro Person ist das außerdem, glaube ich. Ich glaube, das ist die Zeit, die ein Spieler hat. Das macht nämlich total Sinn, dass du einfach sonst vielleicht sagst, in so einer Online-Partie, du hast maximal 45 Minuten, dass du dann nicht einen hast, der sich immer 15 Minuten Zeit lässt. Ja. Also häufig. Also wir könnten das machen. Das wäre total spannend. Und dann sollten wir es bei Twitch oder bei YouTube livestreamen. Und jeder lässt sich immer 20 Minuten Zeit und geht dann nur mal zwischendurch weg. Ja, machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Aha. Okay. Also ich hab ja schon mal mir das angeguckt, weil ich das überhaupt nicht mehr kannte. Ich habe das vor 30 Jahren beim Bacon zu Hause mal gespielt. Mhm. Ja, stimmt. Damals, als wir hatten bei mir jetzt mal Brettspiele gespielt, als du das eine Mal bei uns warst, aber da hatten wir Peking-Akte gespielt. Genau. Da sollte ich auch mal nachgucken, ob es das nicht vielleicht sogar auch für den Dings gibt. Für Tabletop. Ja, vielleicht gibt es das. Weil, also das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was man dort auch, glaube ich, ganz gut spielen kann. Keine Straßen mehr. Finde ich das gut? Ja. Du wirst doch bestimmt da oben an deiner Stadt weiterbauen. Nee, die Karte war blöde, um da weiterzubauen. Ich öffne mal eben den bei Steam. Ich habe ja kurz Zeit. Zur Not müsst ihr mir Bescheid sagen, wenn ich wieder dran bin. Aber dann höre ich hier das ja eh über das Pling im Ohr. Ich gucke mal eben kurz, ob es... Ach, geil, Steam muss ich updaten. Weil das wär sonst echt nochmal ein Spiel. Weil ich glaube, also wenn es das für einen Tabletop-Simulator gibt, kannst du das so... Ist das auch ein Spiel, was du echt gut spielen kannst? Ich war geistig abwesend. Welches Spiel geht's? Peking-Akte. Sagt mir nix. Ja, macht nichts, ist schnell erklärt, wenn man es. Also ich guck einfach vorher mal nach. Und sonst gilt auch immer noch mal der übliche Hinweis, wir hatten ihn, glaube ich, schon ein paar Mal gebracht, wenn ihr Spiele für den TTS habt, die ihr sehen wollt, dass wir sie spielen, schreibt es einfach beim Shadow. Ja, bei mir. Schreibt es einfach bei den Shadow als Kommentar rein oder so. Je komplexer, desto besser. Ja. Ja, bin ich auch dafür. Ja, eigentlich, und das ist echt ein bisschen... Ach, jetzt guck mal, die Straße wird gepflastert, wenn sie abgeschlossen ist. Das ist schön. Cool. Gut, eine Stadt. Das wird aber scheiße, aber ist egal. Ich habe erst gedacht, das wären so zwei Abschlussstücke von Städten, aber das ist so eine Engstelle. Ja, ich glaube, ich tue Shadow einen Gefallen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, ich bin mir da auch nicht so sicher. Baust du was um das Kloster herum? Ja, ich baue es hier hinten.
Wo ist jetzt der Gefallen für mich? Nee, den habe ich dir doch nicht getan. Ich war kurz am Überlegen, aber ich habe es dann nicht gemacht. Ja, ja. Ja, weil ich ein Arschloch bin. Aber ich stehe da immerhin zu. Mhm. Rein theoretisch müsste ich ja noch hier, das seht ihr ja nicht, müsste hier noch sowas bauen. Wegen, ne? So. Das Ding ist ja jetzt mal nicht so toll. Ja, wo hast du gebaut? Ganz links. Ach da. Ja, aus meiner Sicht. Ach da, da hast du dich also beim, und dann wirst du dich vermutlich beim Shadow mit auf die Wiese legen. Oder du hast Pech, dass der Shadow hier raus eine Doppelwiese macht. Weil er hat da rechts ja neben der Stadt, hat er ja schon einen liegen. Neben der Stadt, die so ein bisschen wie Australien aussieht. Ich glaube, wir haben verschiedene Blickwinkel. Okay. Das ist die Frage, wenn ich das da mache, das geht dann nicht mehr. Da auf die Straße kann ich nicht mehr. Ist ja jetzt alles doof. Er hat nur noch 2 Wochen 23 Stunden ja, Zeit. Ja, war aber auch fertig. Ich habe mir halt so ein bisschen die Wiesen angeschaut. Ist dran. Ja. Was ist los? Was ist? Ja, und ich muss euch leider enttäuschen, wir können Picking Up nicht im Tabletop-Simulator spielen. Gibt's nicht. Warum habe ich jetzt Hunger auf Chinesisch? Da habe ich ja die Frage, wenn du jetzt Chinesisch bestellst oder dir das holst, wo gehst du immer noch zum alten Chinesen? Gibt's den noch? Zum alten? Ja, den auf dem Weg zur Arbeit. Oh ja, der wechselt ja zwischendurch alle halbe Jahr mal Besitzer, aber ja, da ist, es gibt noch ein paar chinesische Dinger. Heißt, glaube ich, aktuell Lily Palace. Ah. Ah, ein Palast, das muss ja was Gutes sein. Mhm, glaube ich auch. Oh, oh. Oh, echt? Oh, das kann jetzt schwer werden. Aber das ist das Einzige, wo ich keinem anderen helfe. Okay, dann ist es jetzt unsere Wiese. Ist es auch schon länger, ne? Ja, die eine ist schon länger schraffiert, ja. Ja. Das ist jetzt aber doof. Mhm. Das werde ich nie beenden können. Aber bei allen anderen hätte ich euch da oben oder dem Bacon bei den Städten geholfen. Das heißt, ich bräuchte theoretisch, lass mich mal kurz schauen, welches der Plättchen ich hier bräuchte. Ja, weil das ist echt ganz cool. Das ist halt ein Vorteil gegenüber dem echten Spiel, dass man jetzt hier viel besser nachgucken hier, kann, die hier bräuchte ich. Eine von den beiden. So, ich hatte jetzt verpasst, wo der Bacon gebaut hatte. Beim Berg habe ich es mitbekommen. Bacon, wo hattest du gebaut? Hier oben. Das mit dem, mit der Kriegel. Hier oben, das funktioniert nicht. Ja, genau, mit der Kurve und dem Pokémon okay. Auf der Wiese. Ja. Gut. Der Fjalk baut eine extrem lange Straße. Krieg ja keine Endstücke. Ja, oder er bräuchte zumindest eine Kurve. Jetzt muss ich noch kurz überlegen. Das klappt so nicht.
So klappt das vielleicht. Du könntest da hier oben die jetzt so eine Straße verbinden. Ja. Die Kurve passt genau. Nee, so nicht. Ach so, ja, tut mir leid. Was soll ich denn damit? Oh, das ist ja mal was Schönes. Ganz toll. Warum? Du kannst doch damit, du hast doch an der Karte, die du zuletzt gelegt hast, hast du auch einen Stadtteil. Kannst du wieder eine Stadt dicht machen, packst ein Männchen drauf. Gib Punkte. Ach stimmt, darum wird mir das angezeigt. Ich war schon gewundert. Ja, kostet ja nichts. Ja, wieder so eine Mini-Stadt. Hier muss man ja, langsam irgendwie eine Straße finden. Ich baue nur Mini-Städte, wenn ich kann. So, ja, das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Oh, ich wüsste, wo ich das unterbringen könnte. Ja. Bei meiner Stadt. Gib's doch den Bacon, der kann's gebrauchen. Ich glaube auch. Du könntest dich da auch mit an meine Stadt ranlegen. Aber ich kann doch nicht mehr, wenn du drin Ach bist. Ach so, nee, das geht ja gar nicht. Nein, nee, Entschuldigung, geht doch nicht, weil da vorne, ja, nein, Bacon hat falsch gedacht. Nein, also ich habe da gerade falsch gedacht. Da, wo ich dachte, da kann er gar nicht liegen. Also, ich will kein Männchen. An der einen Stelle schon. Dann brauchst du zwar immer noch mindestens eine andere, aber... Ah, ich hätte auch was anderes jetzt machen. Nee, hätte ich nicht. Bacon ist glücklich. Warum ist der Bacon glücklich? Fertig. Bacon hat eine Stadt fertig. Glückwunsch, du hast Punkte. Ja. Vor allem hast du ein Männchen zurück. Ja. Weil Bacon hat natürlich, ich habe da den Fehler gemacht, den man eigentlich nie machen darf. Du musst eigentlich immer mindestens eine Figur noch über haben bei dem Spiel. Damit du zum Beispiel diese Instant-Städte einfach direkt fertig machen kannst. Alles andere ist halt Käse. Dabei spielen wir doch hier das Wurstspiel. Ja. Und warum heißt es bei uns Cavanossi? Achso, nee, dann müssen die Leute ja die alte... Oh, du könntest ja gucken, ob du eventuell die alte Challenge verlinkst. Aber da kam das ja nicht, das war ja schon vorher so. Das ist ja aus der Stimmt. Zeit, wo du noch Weil in das Irland haben wir war. Damals auch in Irland gespielt, ja. Aber ich hatte damals meine deutsche Carcassonne-Version. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, hey Bacon, lass uns doch nochmal Cavanossi spielen, weil ich nicht mehr mich erinnert habe, wie das Spiel heißt. Ja. Dann ist der Shadow dran. Das ist jetzt Kacke. Die gerade Straße bringt dir jetzt nicht wirklich was, ne? Nee. Nicht wirklich. Und wir haben nur noch 40 Karten. Du bist am Zug. Vor allem schaue ich jetzt immer unten drauf, was für Karten da rauskommen. Aber ich brauche halt noch einige, um die Stadt da zu beenden, wo ich dran arbeite. Und das könnte kritisch werden. Finde ich alles nicht so geil. Ja. Du könntest auch da deine Stadt fortsetzen. Ja, hier vorne rechts. Also ja, da genau ich sie jetzt davon. Mhm. Genau die, ja. Ich würde dir lieber vielleicht die andere Stadt dicht machen, aber bei der Stadt tut mir das jetzt nicht weh. Das heißt, die kann ich jetzt immer noch mit der nächsten Karte theoretisch dicht machen. Ja, ich wüsste jetzt, wo ich diese Karte hinsetze. Nämlich dahin kann ich ja für euch mal zeigen, ob der Fjalk das auch so machen wird. Ich habe keine Ahnung, ob das schlau ist, aber vom Gefühl, ich weiß es nicht. Was ich mich ja gerade die ganze Zeit hier frage, ist, ob man auch mehr als eine Online-Partie hier gleichzeitig spielen kann. So wie Parallelschach? Ja. So, wie bringt mir das mehr Punkte, wenn ich da jetzt ein Männchen draufsetze? Am Ende, oder? Theoretisch schon, allerdings, du bekommst es erst zurück, wenn alle Felder um das Ding rum belegt sind. Ja. Genau, und dann kriegst du pro umlegtes Feld kriegst du einen Punkt. Also das heißt maximal, glaube ich, 8 Punkte.
Also da oben, mein Typ auf dem Kloster bringt jetzt halt aktuell 7. Ja. Ich bin mir gar nicht so sicher, wenn du es vielleicht vorher schon voll machst, ob du den dann nicht eventuell sogar schon wieder kriegst. Ich meine schon, ja. Ja. Also so haben wir es, ich glaube, so haben wir es sonst immer gespielt. Ich meine, das ist auch korrekt so. Die einzigen, die halt wirklich blockiert sind bis zum Ende, sind die Wiesetypen. Ja. Weil die sind wie dem Wiese. Ja, mach ich einfach mal. Oh, ich sehe gerade, der Bacon hat da oben die Wiese übernommen. Was? Nein. Das muss ein Anzeigefehler sein. Ja, der Fjallnack hat dahin gesetzt, wo auch ich es gemacht hätte. Das merkst du aber ganz schön spät. Ja, nee, vor allem... Ich könnte ihm jetzt helfen. Schon fast perfekt gesetzt. Ja, ich bin nochmal. Ja, also ich glaube, das ist aber auch tatsächlich momentan eine der besten Positionen. Ja, da hat er jetzt ganz viele Punkte bekommen. Und nein, die Straße wollte ich, die Straße brauche ich. Oh, dieses Plättchen. Ja, geil. Da kann ich jetzt eigentlich nichts Vernünftiges anfangen. Was soll ich denn machen? Ich habe auch gar keinen... Achso, ich bin gar nicht dran. Ich hab keine Anzeige, wo ich den tun soll. Du bist dran. Ja. Oh, da hat der Bacon jetzt. Oh, der hat seine seine Dings fertig. Ja, ich hab. Und ja. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich auf einmal so viele Punkte gemacht habe. Aber ja. Das Kloster und Stadt. Ja, Kloster und Stadt. Damit habe ich jetzt wieder massig Spielfiguren. Helfe ich jetzt total uneigennützig mal dem Shadow? Ich weiß nicht, ob ich das. Was ich aber schön fände, wenn man auch noch im Nachhinein. Ach nee, man sieht ja sogar auch, wo der andere was zuletzt gesehen hat. Ja, mhm. Bacon lernt auch langsam das Spiel und ist zu deuten. Ja, mal schauen, inwieweit das sinnvoll sein wird. Hier könnte ich jetzt das machen, da geht es nicht. Hier enge ich meine Fähigkeiten. Ich muss mal kurz was schauen. Oh, bei den verbleibenden Plättchen. Ob ich da noch eine Möglichkeit gäbe. Davon ist keine mehr da. Das ist eine, die ich dann bräuchte. Tja. Noch 33 Plättchen. Das ist dann aber, glaube ich, nicht die Big Box, ne? Ich meine, es gab ja so eine kleine und eine große. Das wirkt dann wie die kleine. Ja, also das kann ich dir jetzt beim besten Willen nicht sagen. Gibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit, wo ich die gut annehme. Dann sind sie ja auch auf die Spieler gelegt. So, und wie üblich, immer schön schauen, dass man zumindest ein paar seiner Figuren direkt wieder unterbringt. Ich liege nur ein ganz klein wenig hinten. Ja, aber bei dem Spiel darf man sich davon ja auch nicht blenden lassen. Was ich jetzt aber schon die Befürchtung, ich sehe jetzt ein Feld, das wird mir mit einem roten X angezeigt. Auch wenn ich nicht dran bin. Ist, glaube ich, ein Feld. Da wird es wahrscheinlich kein passendes Feld für geben. Ja, das bedeutet, dass da die große Stadt, an der ich bin, die wird nie beendet werden. Ja, was ja aber nicht schlimm ist, was ja einfach nur bedeutet, du kriegst für das Feld dann nicht, für das Wappenfeld nicht doppelte Punkte. Du kriegst dann ja aber immer noch einfache Punkte. Ja, und den Typen kriege ich nicht zurück. Weil ich glaube, es gab auch eine Erweiterung. Ich glaube, es gab sogar auch eine Erweiterung, da wurden nicht geschlossene Städte, glaube ich, dann gar nicht gewertet, aber. Ja.
Vor allem, ich sehe gerade, ich habe keine Männchen mehr über. Das ist jetzt, also hier, das hier wird, werden angefangene Städte und Wiesen, glaube ich, auch und Straßen auch gezählt. Ja, genau. Angefangene Städte werden auch gezählt. Also, aber halt nur einfach. Das heißt, es gibt nicht die doppelte. Ich glaube, es gab in irgendeiner Erweiterung gab es, glaube ich, die Flussfelder, dann hat die Straße doppelt gezählt, aber nur, wenn sie während des Spiels fertig wurde oder sowas. Irgendwas mit Wappen wird auch. Die Wappen werden, glaube ich, auch nochmal gezählt. Ja, aber die Wappen werden meines Wissens nach nur gezählt. Ah, könnte ich dem Shadow-Punkte schenken? Das brauche ich jetzt ja nicht. Warum nicht? Ja, weil ich mir lieber selbst die Punkte schenke. Achso. Kannst du doch die Punkte auch schenken, Junge. Ja, so eine Karte, die ich überhaupt brauchen. Ja, aber gibt es vielleicht eine Mini-Stadt oder so? Vor allem, denk dran, jede Stadt, die fertiggestellt wird an einer Wiese, die dir gehört, bringt dir 3 Punkte. Ja. Am Zug. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Also bekomme ich ein Männchen zurück. Ja, dann bin ich dran. Ja, dann mache ich doch hier mal eben die Stadt dicht. Er redet über die hier. Ja. Und er geht wieder auf die Wiese. Ja, aber diesmal aus einem ganz einfachen Grund. Das Männchen soll mir einfach 3 Punkte bringen. Also, hier habe ich nicht den Plan, die Wiese noch irgendwie zu verbinden. Aktuell, weil. Warum? Wenn man auf das Plätzchen drauflegt, dann wird das automatisch erstmal im Ruin gelegt, aber das kann man dann. Ja, das kannst du aber noch ändern. Kann man das machen. Ja, das ist so eine Karte. Ja. Da hinten. Ja, das ist auch so eine Stadt, keine Ahnung. Da, obwohl Fjark hat ja noch 2 Männchen, könnte man auch eins reinlegen. Ich meine, bringt dann immer einen Punkte, weil das Männchen, die du am Ende des Spiels hast, ohne sie irgendwo unterzubringen, die bringen dir ja auch nicht mehr wirklich was. Und wir haben ja noch ein paar Züge. War das jetzt schlau? Moment. Ja, es sind noch 8 Züge für jeden. Gut, ich habe wieder eine Straße. Ist ja klar, wo ich sie hinlege. Jo. Gibt eigentlich noch einen sinnvollen. Ja. Ja. Jo. Oh, Fjall könnte seine Straße. Nee, kann er nicht beenden. Ach, wieso kann ich die denn nicht dahin? Mhm.
Ja, um Straßen beenden müsste ich mich auch mal kümmern. Und die Abt voll machen. Und, ach, ich habe so viele Sachen gleichzeitig. Die Wiese verbinden, weil ich nicht mehr schaffe. Machen übrigens eine Laola, die Männchen. Ja. So, ich bin am Zug. Da nicht, das ist schlecht. Da werde ich doch mal... ja, ich muss langsam mich drum kümmern. Oh, warte mal. Das ist dann der letzte. Da kann ich leider keinen in den Garten stellen. Wir haben uns die Abt-Erweiterung halt mitgenommen, von der wir alle nicht wissen, wie sie funktioniert, außer dass man sie anscheinend auch in Gärten setzen kann. Bin man nicht zum Shadow? Obwohl, bin ich nicht zum Shadow? Nee, dann hat er hier zwei Leute auf der Wiese. Ich bin nicht nett zum Shadow. Nö, warum auch? Welche Wiese? Ach da. Oh. Oh, ja. Ja, die hätte ich gut brauchen können. Schön ist, ich kann hier immer mit der Maus hinzeigen, wo ich denke, dass eine Stelle wäre, ohne dass ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich wüsste, wo ich die hinlege. Ach, ich bin doch so blöd, ich hätte hier vorne meine Straße fertig machen können, ne? Das ist ja wieder doof. So, wo ich sie hin tue, aber dann wäre ich ein Arsch. Obwohl, ja, wäre ich arschig. Ey, warum darf ich denn kein Männchen auf die Straße setzen? Weil da schon einer drauf ist? Nee, hier unten ist noch keiner. Das hier? Du hast nur noch den Abt. Den Abt kannst du nicht auf die Straße setzen. Ach, das. Wie kann man das denn sehen? Du klickst auf dein Männchen. Ach, wie schön. Ja. Genau, also deswegen habe ich ja vorhin den Abt bei mir auch direkt auf die Kirche gesetzt. Ja, gut, da kannte ich den Unterschied noch nicht. Das ist jetzt doof gelaufen. Ja. Das heißt, ich kann ja aktuell gar keine Punkte mehr machen. So. Ich bräuchte halt hier, das bräuchte ich, oder hier, das wäre ganz toll. Das hier ist tot. Das hier, den Plan hier habe ich aufgegeben. Da ist noch ein Wiesenhaine jetzt entstanden. Dieses Ding bräuchte ich bitte. Das gibt's noch, nachdem Steffen dran ist, noch einmal. Ja, sehe ich.
Zeit läuft. Genau, das sind noch 2 Wochen und 23 Stunden. Toll. Oh, warte mal. Kannst du auch benutzen da oben. Yay, Strafe beendet. Ja, und vor allem ist es jetzt wieder unsere Wiese. Sie wird Oder? Mir allerdings nur als rot angezeigt. Ja, wird mir auch nur als rot angezeigt. Keine Ahnung warum. Habe ich da einen dritten drauf? 1, 2. Weil da hinten rechts zählt das als verbunden? Ja. Ja, du hast 3 Männchen. Kann ich als doch, verbunden. Doch, du hast 3 auf der Wiese liegen. Ich sehe sie. 1, 2, 3. Ach, da, 3. Oh ja, dann war das Verbinden von dir eigentlich recht blöd, weil dadurch verlierst du. Ja gut, das ist eh keine volle Stadt, von daher. Ja, weißt du was? Ich pack meinen Abt einfach wieder ins Spiel, dann freust du dich wenigstens auch einmal ein bisschen. Der wird zwar nicht fertig, aber das sind. Hallo? Hallo. Ja, geil, der hat die Figur nicht gelegt, weil ich mich verklickt habe. Egal. Ja, Fehler passieren. Ja, das ist ja ärgerlich. Ja. Ach cool, ich wusste gar nicht, dass ich da 3 Männchen auf der Wiese habe. Das habe ich schon ganz vergessen. Ja, ich hatte auch nur 2 im Kopf. Habe gedacht, cool, dann bin ich jetzt auch mit 2 drauf. Ja, hatte ich jetzt auch gedacht, dass wir jetzt ja, dass uns beiden die Wiese gehört und ja, gut. Ja. Wäre dann halt so. So, ich bin am Zug. Ah, warte mal. Das soll ich nicht machen, aber das hier kann ich, glaube ich, machen. Das mit dem Abt ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich mich da schon mal verklickt habe. Muss ich schauen, will ich da noch, will ich da... Bin ich auf der Maus ausgerutscht? Aber da liegen 2. Da liegt einer. Will ich da, will ich da. Da wird es immer länger. Ja. Aber wenn du die beendest, ne? Ja, aber selbst wenn nicht, kriege ich halt einen Punkt weniger, als wenn ich sie beende. Das macht, also das Beenden der Straße bringt mir nur die Spielfigur wieder. Das ist halt die Frage, würde ich sie überhaupt noch benutzen? Ich habe ja eh noch eine Spielfigur und einen Abt. Ach, da hätte ich nur eine Spielfigur, aber ich habe es dann verkauft. Okay, GZ. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum ich meinen Ab wiederbekommen habe, aber... Warte mal hier, hier, hier. Was, wo du dich hinlegen könntest? Ja, ich auch. Mal hier ist eine gute Stelle oder A. Okay, jetzt heißt es intelligent machen dahin. Oh. Das bringt ordentlich Punkte. Ja. Aber dann wird das. Da. Nein, wieso? Hä? Da hätte ich es aber auch gemacht. Nein, aber wieso hat er da den Abt nicht raufgesetzt? Ich klicke gerade, glaube ich, immer falsch. Oh. Das sind jetzt schon... Ärgerlich. Ja. Ich wüsste, wo du die anlegen kannst, Fjalk.
Ja, du kannst Shadows Straße fertig machen. Ja. Kannst meine Straße eben fertig machen. Nee, deine kann er nicht fertig machen. Ich möchte aber. Die hier natürlich, die da oben noch. Du kannst deine Straße verlängern. Also fertig machen. Das wird nichts. Verlängern kannst du sie aber. Ja, verlängern kannst du sie hier. Das ist aber Quatsch, warum soll ich das so machen? Alles bescheuert. Ja. Oh, ich glaube, das ist gut. Kurz schauen, dass ich nicht so weit sehe. Ich habe die Straße zur Ewigkeit freigeschaltet. Anscheinend ein Erfolg. Seid ihr beide noch da? Ja. Gut. Ja, das ist doch schön. Ja, mir fiel nur auf, dass schon lange nichts mehr gesagt wurde. Und jeder ist noch zweimal dran. Deswegen bin ich froh, dass ich zumindest die Straße gerade noch geschafft hatte. Der Bacon beendet seine auch. Jo. Ja, ich habe sogar zwei Straßen beendet in dem Zug. Endlich. Ich kann jetzt auch seine Straße beenden. Ja, endlich. Was Fjalk auch wohl noch nicht gemerkt hat oder was er stillschweigend ignoriert hat, ist, dass ich mittlerweile seine Wiese übernommen habe, seine große. Oh ja. Oder er redet nicht mehr mit uns. Ja, oder nicht mehr würde ich auch mir, verstehen. Weil ich seine Wiese übernommen habe. Wieso bist du jetzt überhaupt dann einmal mehr dran als wir? Ich? Ja, es sind noch 4 Karten angeblich da. Ja, weil ich der Host bin. Weil du der Host bist? Ja. Mal kurz gucken, kann man hier noch irgendwas machen? Gibt's hier... Kannst jede Menge auch machen. Ja, du hast ja auch noch genug Männchen, genau, um eine Stadt anzufangen. Ja. Ja, jetzt ist ja einfach nur das. Warum gehört die Wiese jetzt dir? Weil. Nein, du hast auf der Wiese 2 Leute drauf. Und der Bacon hat Stick um 3 drauf. Ja. Und du? Ich hab 2. Dominik hat 2. Und es gehört immer dem die Wiese, der die meisten drauf hat. Oder wenn alle die gleiche Zahl haben, gehört sie allen. Aber wo? Ich habe die 3 hier bei der langgezogenen Stadt. Anscheinend ist ja nicht bei jedem allen gleich oben und unten. Der hat so eine, die ein bisschen aussieht wie ein C, ach, so eine gebogene, ja, und um die rum liegen 3 Stück. Ja. Er hat uns also wieder hinterrücks betrogen, wie so üblich. Aber du gewinnst auch trotzdem. Na, okay, das könnte jetzt knapp werden, ne? Mit der Wiese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Städte. Das sind 21. Was gilt das als 2, 7, 8 Städte? Wären 24. Ich glaube, bei euch wird es noch knapp. Ja, ach, sehen wir dann. Wie gesagt, ich hab's ja mit den Dings ein bisschen verkackt. Fjalk hat hier 2. So, wie schön, eine Straße. Nein, da mit Sicherheit nicht. Und ich habe ja eh nur noch den Abt über. Von daher war das letzte Plätzchen.
Yay, du bist am Zug. Nee, ich hab noch eins. Okay. Oh, ach okay, so. ja, das. Dann, okay, dann ist nur der Fjall, darf keine. Hat dann eine Das finde ich weniger. ja trotzdem kacke. Ja, sehr unfair. Das 0 zeigt an danach noch. Nach dem aktuellen, wie viele noch da sind. Ende des Spiels. Okay, Straßen. Ah, das finde ich aber schön, dass das einzeln durchgegangen wird. Ja, dass man es dann nochmal sieht. Oh. Klöster. Da war ein Garten. Oh, jetzt Städte. Die nicht beendeten. Yay. Oh. Oh. Ja, Spiel unentschieden. Gratuliere, Fjalk. Es gibt keinen Sieger. Das war das Schöne. Wenn es keinen Sieger gibt, gibt es auch keinen Verlierer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, bei irgendeinem Spiel mal. Schauen wir vielleicht den nochmal. Das Spiel vielen Ich habe nicht Kann verloren. man noch sieht schön. Tschüss. Oh, jetzt gibt es noch Erfolge. Hört, hört. Echt? Ich habe noch keine. Das habe ich freigeschaltet. Wahrscheinlich, weil ich nicht gewonnen habe. Und einen Clan aushecken. Das habe ich nicht.